Dankeschön, Herr Professor Matschulat, für die freundliche Einführung. Ich will noch vorausschicken, ich bin zwar Leiter des Umweltamts der Landeshauptstadt Dresden, aber ich bin kein Verwaltungsmensch, ich bin von Haus aus Physiker. Das muss ich deshalb sagen, um von vornherein dem Verdacht nicht zu unterliegen, dass ich wissenschaftsfeindlich sein könnte oder die Wissenschaft nicht ernst nehme, denn ich werde ein paar Anmerkungen machen in meinem Vortrag, die den Wissenschaftlern vielleicht nicht so gefallen. Und insofern hoffe ich, Sie sehen es mir dann nach, dass es mit der Funktion zusammenhängt und nicht mit meiner persönlichen Auffassung oder Haltung. Ja, der Titel, da überfiel mich der Herr Professor Bernhofer und sagte, Kondorfer, kannst du nicht mal was erzählen zu dem, was ihr gelernt habt bei Reglern? Und da haben wir den Titel so gewählt, was haben wir aus dem Klimaanpassungsprogramm gelernt? Eigentlich ist das falsch, deswegen habe ich den Titel geändert. Wir springen das jetzt hin. Ach, wieder einschalten, die alte Geschichte. Ja. So, was haben das, deswegen sind Sie Professor, habe ich schon gesagt. Sondern, was? Es geht immer noch nicht, also jetzt müssen wir doch mal probieren. Und jetzt vielleicht? Nee, also dann nehme ich die Maus und Sie gucken mal, ob der Akku alle ist. Geht. Aha. Rechtes. So. Sondern ich habe ihn geändert. Was haben wir aus dem Klimaanpassungsprogramm gelernt? Was und wo stehen wir mit der Umsetzung? Und nicht 3 Jahre nach Reklam. Also entweder bin ich zu blöd hier. Jetzt. Wo stehen wir, sondern 3 Jahre mit Reklam. Jetzt muss ich mir erstmal wieder fassen. Wo stehen wir mit Reklam? Also wir sagen nicht nach, sondern es ist ein Programm. Und dieses Programm läuft weiter. Und damit habe ich schon die erste positive Aussage getätigt. Und wo stehen wir mit der Umsetzung? Und was haben wir bei dieser Umsetzung gelernt? Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als zu sagen, was haben wir beim Erarbeiten dieses Programms gelernt. Jetzt bin ich wieder mit dem Falschen. Die Agenda, ich würde erstmal etwas von der Zeit vor Reklam, die gab es nämlich auch, sagen. Dann kurz zu diesem großen Verbundprojekt ein paar Sätze sagen. Da haben ja sehr viele Kollegen mitgewirkt. Etliche sitzen hier, der Professor Bernhofer, Professor Matschulat. IÖR war damals beteiligt als Leadpartner sozusagen, neudeutsch. Die TU Freiberg, TU Dresden, das Institut für Troposphärenforschung, Dresdner Grundwasserforschungszentrum, lauter honorische Wissenschaftler. Dann kommen wir so in die Zwischenphase, das war das Landesamt für Umwelt und Geologie. Da wird es schon etwas verwaltungslastiger. Und dann kommen wir zu den Praxispartnern, da war die Stadt Dresden, die Stadtentwässerung Dresden dabei, der regionale Planungsverband, ganz wichtig, und von der Wirtschaft, die Industrie- und Handelskammer, auch was ganz Neues und Wichtiges, die hier mitgewirkt haben. Wir haben in Dresden schon 2004 begonnen mit der Klimaanpassung und die auslösenden Momente in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt nennen, sind als allererstes gewesen genau diese Veranstaltung hier. Der Herr Pielens, mein Mitarbeiter, schleppte mich hierher und sagte, das müssen Sie sich anhören, Chef, da gibt es Dinge, die könnten für uns wichtig werden. Und da war ich wirklich auf diesen Klimatagen immer da und habe zugehört, was die Wissenschaft damals erzählt hat. Und habe gesagt, okay, das wird relevant. Und als Physiker verstehst du so die Grundzusammenhänge zumindest. Wenn es wärmer wird und feuchter wird, dann wird, da gab es so eine Verteilungskurve, die hat gestern Professor Schönwiese gezeigt, wo man sagt, es verschiebt sich das Temperaturmaximum, aber gleichzeitig wird die Kurve breiter, das heißt, es wird weiter kalte Winter geben, vielleicht mehr heiße Sommer, aber auf jeden Fall werden sehr seltene Extremereignisse wesentlich häufiger in Zukunft auftreten. Das habe ich verstanden und wir haben dann gesagt, also das müssen wir auch in der Politik rüberbringen, dem Stadtrat. Und da bin ich am 12. August 2002 in den Stadtrat gegangen, Ausschuss Umwelt Kommunalwirtschaft. Der eine oder andere kann mit dem Datum was anfangen und habe dort berichtet über das, was ich hier gelernt und gehört hatte. Draußen goss es seit früh um 6 in Strömen
Und ich war ganz unruhig, hatte schon draußen das Auto mit Gummistiefeln stehen, weil ich dann sofort in Einsatz mit wollte. Und da gab es aber einen Diskurs. Und da war ein Vertreter einer mittlerweile sehr klein gewordenen Partei, der gesagt hatte, das ist typisch Korndörfer, da hat er wieder was aufgeschnappt und will uns jetzt Geld aus der Tasche locken für Anpassungsmaßnahmen. So hat er es nicht gesagt, sondern er wird uns jetzt bestimmt erzählen, dass jetzt dringend was getan werden muss und wir müssen im Umweltamt bestimmt noch eine Stelle schaffen und so weiter. Gab es also den Diskurs. Das erste war das Wissen, jetzt kam er schon in den Diskurs. Und ich bin dem Mann dankbar, weil ich hätte das gar nicht so formuliert. Aber er hat das also so ein bisschen auf die Spitze gebracht und ich habe dann gesagt, ja, draußen gießt es im Moment und ich bin in großer Sorge. Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass dieser Regen, den es schon immer mal gab, sagte er, etwas mit Klimawandel zu tun hat. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht genau, aber ich habe das Gefühl, es hat was mit Flut zu tun. Und bin dann in Einsatz gegangen und von da an habe ich dann so gut wie nicht mehr geschlafen die nächsten 3-4 Tage. Dann kam nämlich das Hochwasser und da komme ich zur Betroffenheit. Jetzt hatten wir Wissen, wir hatten Diskurs und jetzt gab es tatsächlich die Betroffenheit. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, 1,35 Milliarden Schaden. Nicht die Elbe war das allein Schlimme, sondern die Weißeritz war eigentlich das ganz Gefährliche. Die Weißeritz, wo ich eine Vorwarnzeit habe von knapp 6 Stunden, wo man also im Grunde nichts mehr organisieren kann, wenn dort so eine Wetterlage auftritt. Deswegen habe ich sehr andächtig vorhin gelauscht bei Frau Lexer über diese 5b-Wetterlagen. Und das Jahr drauf kam dieser Dürresommer, Jahrtausendsommer 2003. Und unter diesem Eindruck, dieser Betroffenheit, hat dann auch dieser Stadtrat, der mich da so provokant gefragt hat, votiert dafür, dass wir in Dresden eine Agenda aufstellen, ein Programm erarbeiten für die Klimaanpassung, ohne Gegenstimmen. Haben wir also einen Ratsbeschluss bekommen. Ausgangspunkt war, dass wir berichtet haben über unsere Maßnahmen zum Klimaschutz, also zur Reduzierung des Ausstoßes von klimarelevanten Gasen. Und dann hat man das ergänzt, es sind Maßnahmen abzuleiten, wie sich die Landeshauptstadt Dresden in ihrer Entwicklung an die veränderten Klimabedingungen anpassen kann. Diese Maßnahmen sind in die betreffenden Planungen aufzunehmen. Insbesondere soll der Landschaftsplan die absehbaren Veränderungen in der natürlichen Vegetation berücksichtigen, Anpassungsschritte hinsichtlich der fortschreitenden Klimawandel aufzeigen und so weiter und so fort. Das war also sehr fortschrittlich und da waren wir die erste Stadt, die so einen Beschluss hatte. Jetzt haben wir gedacht, ja, jetzt wollen wir das auch ausarbeiten, dieses Handlungskonzept. Und ich bin dann bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag auf einen Bericht gestoßen, den ich mal gemacht habe im Ausschuss Umweltkommunalwirtschaft, dem nämlichen Ausschuss, am 22. Mai 2006. Und da waren eigentlich all die Punkte schon drin, die dann später auch im Reklam weiter bearbeitet und vertieft worden sind. Wir hatten also dort im Grunde alle Handlungsfelder benannt und hatten dazu im Grunde Maßnahmen schon vorgeschlagen und zum Teil auch sehr schnell in die Umsetzung gebracht. Und zum Beispiel haben wir eine neue Trinkwasserschutzzone vorsorglich ausgewiesen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Eine Trinkwasserschutzzone kannst du nur dort ausweisen, wo noch nicht bebaut ist. Und es gibt in einer Stadt wie Dresden nur wenige Flächen, die geeignet sind, so reserviert zu werden, dass man in 50 oder 60, 70 Jahren noch gutes Wasser gewinnen kann. Die weiteren Erfahrungen haben uns dann gelehrt, wie wichtig es ist, in Dresden die komplette Redundanz der Wasserwerke zu haben. Der Verlass auf Oberflächenwasser, auf Talsperrenwasser ist also hochriskant, wenn ich sehr strahlungsreiche Sommer zum Beispiel, Frühsommer habe, vorher vielleicht im Jahr davor oder 2 Jahre davor extreme Niederschläge, die viel Nährstoffe in die Talsperren eingespielt haben, dann kippen diese Talsperren um und sie haben plötzlich keine Trinkwasserversorgung mehr aus den Talsperren, weil die Wasserfilter alle zugesetzt sind oder das Wasser sogar giftig wird. Das sind also Fragen, die wir damals mit dem Wissen von 2003, 2002, 2001 aus den Annaberger Klimatagen umgesetzt haben. Insofern bin ich dieser Veranstaltung außerordentlich dankbar und auch großen Dank an das Umweltministerium, mit dem ich nicht mehr so ganz glücklich war in vielen Sachen, dass sie dieses Thema Klimaschutz und Klimaanpassung auf die Tagesordnung ganz oben gesetzt haben und auch mit Herrn Küchler jemanden
gewonnen hatten, der sich ganz intensiv mit seiner ganzen Lebenskraft dort auch eingesetzt hat und die Sachen in Sachsen beispielhaft vorangebracht hat. Wir wären als Kommune nie in der Lage gewesen, ohne diese Wissensbasis und ohne diesen Background so weit zu kommen. Aber es zeigt auch, dass mit einem beschränkten Wissensfundus, aber mit, sage ich mal, einer halbwegs vernünftig ausgestatteten Verwaltung, einigermaßen guten Leuten dort drin und nicht zu wenig, man auch durchaus vorsorglich handeln kann und so ein Konzept aufstellen kann. Das ist jetzt der Aspekt der Kommune, der Stadt. Ich will mich jetzt gar nicht so sehr weiter feiern, sondern ich will jetzt auf den nächsten Aspekt eingehen. Das ist das regionale Klimaanpassungsprogramm, dieses Verbundprojekt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich würde nur sagen, warum habt ihr das als Stadt überhaupt noch gebraucht, wenn ihr das alles schon so weit getrieben habt? Jetzt kommt schon ein ganz wichtiger Punkt. Die Betroffenheit liegt jetzt schon wieder eine ganze Weile zurück. Wir sind jetzt im Jahr 2008. 5 Jahre ist der Dürresommer vorbei. 6 Jahre ist das Hochwasser vorbei. 6 Jahre ist ganz kritisch. Da ist die Hochwasseramnesie, die ist ausgesprochen groß. Sie haben vielleicht noch bei 10-15% der Leute die Bereitschaft, der Entscheidungsträger die Bereitschaft, Geld einzusetzen für Untersuchungen, wo es doch nur ein 100-jähriges Hochwasser war. Und dieses 100-jährige Hochwasser kommt doch erst in 100 Jahren wieder. Das ist nicht lächerlich, so wird wirklich diskutiert. Und die Oberbürgermeisterin hat dann im Jahr 2013 zu mir gesagt, Kondover, ich bin wirklich auf den Leim gegangen. Ich habe mir eine Wohnung im Überschwemmungsgebiet gesucht, weil ich gedacht habe, in meiner Lebenszeit kommt kein Hochwasser mehr. Und sie stand wirklich mit ihrem Haus im Wasser und konnte sehr lange weder Waschmaschine noch andere Dinge nutzen, weil der ganze Sockelbereich so daran abgesoffen war und sie nur über Bretter in ihre Wohnung kam und alles schimmelte und es war höchst unangenehm. Hat aber bei ihr Betroffenheit erzeugt und da bin ich wieder bei dem ganz wichtigen Wort Betroffenheit. Ohne diese Betroffenheit ist es in der Verwaltung, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die mein ganzer Vortrag hat, kaum möglich, weitreichende Beschlüsse, die zu einer langfristigen Bindung von Ressourcen, das kann Personal wie auch Finanzen sein, zu kommen. Das ist ganz entscheidend. Wir haben nachher noch einen Vortrag über die Kommunikation. Ich glaube, das ist vielleicht der wichtige Punkt. Es fehlt nicht an Wissen. Und Herr Professor Grassel, ob das die neuesten Modelluntersuchungen sind oder ob das die alten sind, wenn die Trends die gleichen sind, ist das völlig egal für uns. Es sei denn, die Trends kippen um. Dann wäre es wirklich eine Situation, über die wir nachdenken müssten. Aber solange wir weiterhin wissen, es wird Extremereignisse geben, Niederschläge werden stärker ausfallen, als wir es vielleicht gewöhnt sind und häufiger auftreten, wissen wir, was wir zu tun haben. Wir wissen, dass die regionalen Gewässer die gefährlichsten Gewässer sind. Nicht die Elbe, nicht die Donau, sondern die regionalen Gewässer. Dort haben sie kurze Vorwärtszeiten, es geht sehr schnell. Dann kommen die lokalen Gewässer, an denen muss ich was tun. Ich habe dort keine Chance, mit einer Feuerwehr noch irgendwas zu tun, wenn die Gewitterzellen vor Ort stehen, wie im Jahre 2014, und wir extreme Niederschläge an ein einziger Stelle haben von 160 Millimetern. Da steht ein Gewitter, entsteht in dem Stadtgebiet und bleibt dort stehen, einfach stehen, anstatt weiterzuziehen nach Osten. Hat es nicht gemacht. Und da können Sie sich nicht mehr vorbereiten. Da gibt es keine Möglichkeit einer Abwehr. Deswegen müssen wir die Vorsorge jetzt tun. Und das haben unsere Stadträte begriffen. Und das ist, und jetzt komme ich zur Reklame. Durch diesen Diskurs, der geführt worden ist, jetzt mit einer viel breiteren Gemeinde, mit der Politik, mit Wirtschaft, ist das ins Bewusstsein gedrungen. Wir haben also erreicht bei Reklam, dass die Ziele, die im Grunde selbstverständlich für uns hier alles sind, dass die angekommen sind in einer breiten Schicht von Betroffenen und von Entscheidungsträgern. Das war meiner Meinung nach der wichtigste Erfolg von Reklam. Der zweite wichtige Erfolg war, es war nicht ein Projekt, wo die Wissenschaft gearbeitet hat,
vielleicht im Auftrag noch von der Gemeinde oder vom Land und hat dann berichtet, sondern sie hat die Akteure, Land, Stadt, mit einbezogen. Das heißt, nach Abschluss dieses Projektes ging es nicht darum, dieses Wissen hinein zu transferieren zum Auftraggeber, wie man das so üblicherweise hat, wenn man ein Gutachten beauftragt, sondern es war schon da. Also optimale Voraussetzung für die weitere Umsetzung. Optimale Voraussetzung. Da habe ich jetzt hier das grüne Buch mit, damit Sie das auch mal sehen, was wir gemacht haben. Das ist dick, da ist viel Wissen drin. Einmal, wie wird der Klimatrend aussehen für Sachsen? Die Arbeit von der CDU hier zum großen Teil von dran. Dann, welche gesellschaftlichen Randbedingungen spielen in dieser Region eine Rolle? Und dann abgeleitet einen ganzen Katalog von Maßnahmen für einzelne Bereiche. Es gibt dazu Schwerpunktbereiche, sogenannte strategische Themen. Wobei den strategischen Themen ist es schon schwierig. Das sehen Sie hier zum Beispiel das Thema Naturschutz, biologische Vielfalt, Schutz der menschlichen Gesundheit. Hier fanden wir bei den Praxispartnern keinen, der bereit war, intensiv damit zu arbeiten und dieses Thema weiter zu verfolgen. Der Naturschutz sagte, wir schützen die Natur, wie sie jetzt ist. Wir wollen bewahren. Wenn ich mich auf dieses Thema einlassen will als Naturschützer, muss ich sagen, ich muss den Prozess akzeptieren. Ich muss die Verdrängung akzeptieren. Ich muss irgendwann lernen zu akzeptieren, dass die Natur von heute nicht überleben kann auf alle Ewigkeit, wenn sich die äußeren Randbedingungen ändern. Ein ganz schwieriger Prozess, den ich auch mit meinen Naturschutzexperten im Amt ständig wieder führen muss. Noch schwieriger mit ehrenamtlichen Naturschutzhelfern. Hier bin ich froh, wenn ich in NABU gucke. Ich weiß, Herr Mann, mit dem habe ich mich unterhalten. Herr Mann, hören Sie mal zu. Ich lobe Sie gerade, dass Sie diesen Prozess aufgeschlossen sind. Das ist nicht selbstverständlich bei den Verbänden. Also muss ich ein Kompliment machen. Möchte ich gerne tun. Beim Schutz der menschlichen Gesundheit sagen die Gesundheitsleute vom Gesundheitsamt, das ist jetzt kein Thema. Wir kümmern uns ums Impfen für dieses Jahr. Kannst du nichts machen. Ist dann so. Wird aber ein Thema. Die Arbeit an dem Programm lief mit hohem personellen Einsatz über 5 Jahre. Zwischenzeitlich wurden aus diesem Klimmzugprojekt viele Sachen abgezogen und sind eingeflossen in das Verwaltungshandeln des Bundes mit der Klimaschutznovelle des Bundesnaturschutzgesetzes und des Baugesetzes vor allem, sodass also jetzt Dinge als Basis da sind, rechtlich, die wir vorher uns gewünscht hatten. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt durch Reklam gekommen ist, aber insgesamt hat dieses große Projekt Klimmzug, wo das Reklam ein Bestandteil ist, hier viel bewirkt. Und wir haben dann einen Ratsbeschluss erwirkt bei der Stadt, dass das implementiert werden soll. Und da muss ich sagen, da war der Rat schon wieder sehr vorsichtig, während er 2004 noch sehr stark gesagt hat, macht das Programm und setzt das um, sagt er, prüft, was ihr übernehmen könnt. Prüfen ist immer in der Verwaltung, vielleicht gibt es hier Entwicklungen, die uns das ersparen. Ne? Oder so. Aber gründet ein Team, eine Arbeitsgruppe, die sich damit auseinandersetzen soll. Die hatten wir aber eigentlich schon, das war das Team, das bei Reklam mitgearbeitet hat. Bei der Umsetzung konzentriere ich mich jetzt ein Stück weit auf das, was wir in der Stadt gemacht haben. Ich will aber die Region, diesen regionalen Bezug trotzdem jetzt mehr erwähnen. Also ganz intensiv wird das umgesetzt über den regionalen Planungsverband. Hier gibt es die Rechtsgrundlagen dazu, es gibt das Landesentwicklungsgesetz, das sagt, es sind regionale Pläne, Regionalpläne aufzustellen und in den Regionalplänen werden Vorranggebiete, werden Ziele und Grundsätze benannt. Und hier ist im Grunde auch durch die Mitwirkung der Kollegen vom Regionalen Planungsverband bei der Erarbeitung des Programms sehr viel passiert. In diesem zentralen Programm, IRCAP ist ein furchtbares Wort, aber heißt integriertes regionales Klimaanpassungsprogramm für die Region Dresden.
für diesem Programm finden sich also programmatische Äußerungen wieder, die sich dann wieder spiegeln, zum Beispiel in Grundlagen und Leitbildern. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen. Wir haben also eine neue synthetische Klimafunktionskarte. Das ist auch eine Maßnahme aus diesem Maßnahmenkatalog. Aber wir hatten vorher schon eine, die war aber eine viel, viel simpler gestrickt als das, was wir jetzt machen können. Und die wurde dann auch noch verifiziert. Hier sehen Sie diese Karte. Die Farbenverteilung zeigt ein Stück weit die Stadtstruktur und die Überwärmungsstruktur. Bezugsgröße ist immer die urban nicht beeinflusste, der urban nicht beeinflusste Außenbereich. Und wir haben dann verschiedene Bereiche, die sehr unterschiedlich in der Landnutzung sind. Großer Garten, hier ist es so, genauso kühl wie draußen in Klotsche. Dann haben wir innerstädtische Bereiche, die sehr schön durchgrünt sind. Das ist die Gründerzeitviertel, dort die gehobenen Wohnviertel im Dresdner Osten. Und wir haben zum Beispiel die von den Stadtplanern geliebte steinerne europäische Stadt in der Innenstadt. Also noch während wir diesen Beschluss schon hatten zur Klimaanpassung, hat die Stadtplanung weiter das Konzept verfolgt der steinernen Stadt. Eine moderne Stadt ist eine steinerne Stadt. Heute rücken wir davon ab, dank auch der Arbeit, die wir hier geleistet haben. So, das waren mal die Messfahrten. Ich gebe bloß auf einzelne Stellen mal ein. Wir haben hier noch eine Brache. Da glänzen jeden Stadtplaner die Augen und den Grundstückseigentümern, da kommen die Dollarzeichen. Und diese Brache ist kühl. Die hat also dieselbe Temperatur wie draußen Klotsche. Ist urban praktisch nicht beeinflusst. Dann haben wir hier mal die Leipziger Straße. Da haben wir 4 Grad mehr. Wir haben innerhalb kurzer Strecken vom Postplatz, der als steinerne Stadt versiegelt worden ist, bis zu der Stelle, wo wir den großen Garten vorhin gesehen haben, gemessen, dass wir Temperaturunterschiede von 8 Grad haben. Gemessen, das ist nicht die gefühlte Temperatur, der Unterschied ist noch ganz anders. Also mit dieser Karte kann man wieder Betroffenheit erzeugen, weil die Leute irgendwann sich eine Wohnung suchen und dann überlegen sie, wo ziehe ich denn hin? Und dann ist so eine Karte ganz wichtig, weil die natürlich auch sagt, wenn du älter bist und vielleicht empfindlich, ziehst du vielleicht nicht gerade dort, wo es überwärmt ist, hin. Das hat Auswirkungen auf die Bereitschaft, sage ich mal, der Planer, auch das Umfeld entsprechend zu gestalten. Dafür gibt es jetzt eine Planungshinweiskarte, die sagt, Luftleitbahnen habt ihr frei zu halten und die Kaltluftentstehungsgebiete und dergleichen mehr. Und da gibt es für jeden Bereich, also die Kaltluftentstehungs- und Abflussgebiete, genauso wie für die Sanierungsgebiete, die hier rot sind, gibt es dann in Maßnahmenblätter, was dort für die Planer zu beachten und umzusetzen ist. Das sieht dann so aus und das will ich jetzt aber nicht erzählen. Der Konsens, der damals nur im Umweltbereich bestand, ist jetzt ein breiter Konsens in der gesamten Verwaltung. Wir wollen die verdichteten Räume nachverdichten, aber die integrieren in ein Netz von Freiräumen und dieses Netz von Freiräumen, da haben wir in Dresden großes Glück, wird im Wesentlichen gebildet durch die Gewässerstrukturen, die kommunalen Gewässer, die wir aus den Rohren, die Gründerzeitfeder sie gelegt haben, wieder rausholen, renaturieren im großen Stile, gleichzeitig Hochwasserschutz betreiben, EU-Wasserrahmenrichtlinie erfüllen hinsichtlich der Strukturgüte und der Gewässerqualität. Und entlang dieser Gründe, die dann entstehen, fließt die Kaltluft in die Stadt. Also eine multifunktionale Überlegung für diese Freiräume. Und der erste Grünzug wurde dann von der Stadtplanung mit großer Begeisterung geplant an der Weißeritz. Der Weißeritz-Grünzug ist ja von der Innenstadt jetzt ein grünes Band bis nach Freital im Tharander Wald bringt, wo die Kaltluft entsteht, wo man sich wohlfühlen kann, wo man Sport und Spiel hat und Überschwemmungsraum für die Weißeritz, wenn sie wieder spinnt, wenn sie über die Ufer treten will. Es gibt also eine Reihe von Anpassungsmaßnahmen, die hier benannt worden sind, sie nicht vollständig und in Teil davon aber es nur umgesetzt worden. Und es ist eigentlich nicht viel mehr als das, was wir schon vor Reklam hatten. Und jetzt die Frage, warum ist das so? Also, komm hin. Kanalsystem zum Beispiel ist etwas, was wir in Reklam intensiv untersucht worden ist und gesagt hat, was passiert denn beim Überstau
Es wurde auch untersucht, was passiert, wenn es sehr trocken ist und stinkt. Aber was passiert denn beim Überstau? Wo leiten wir denn das hin, was da überstaut wird? In die Keller? Oder gibt es Bereiche, wo man das langfließen lassen kann? Hier ist viel Geist reingesteckt worden von allen Leuten. Man hat also eine richtige Modellierung gemacht der Abflussverhältnisse im Kanalsystem und kann jetzt, hat Steuerungselemente eingebaut, kann dort also sehr viel tun. Das wird getan. Was wird noch getan? Naja, wir haben ermittelt, was im Grundwasser passiert. Dramatische Überwärmung im Grundwasser, gleichzeitig höchste Ansprüche an die Grundwassernutzung und jetzt nicht durch Brunnen oder sowas, sondern durch die thermische Nutzung, weil man kühlen will. Die einfachste Kühlung haben die großen Warenhäuser. Die haben eine Tiefgarage, die geht 2 oder 3 Stockwerke nach unten, die ist überhaupt nicht isoliert und in die Tiefgarage wird die warme Luft aus dem Warenhaus oben, aus den Verkaufsräumen abgeleitet, die ist schön warm, und gibt diese Wärme an das Grundwasser ab. Muss erstmal drauf kommen. Unsere Messungen haben uns schockiert. Rundherum um diese Gebäude haben wir Überwärmung des Grundwassers um 15 bis 20 Grad. Extrem. Gibt es keine Vorschrift, das zu verhindern. Sie können dagegen gar nichts tun. Und da bin ich schon bei dem Punkt, den ich hin will. Sie können auch an anderer Stelle nichts tun. Da gibt es zum Beispiel als Ergebnis von Reklam intensive Untersuchungen zur Gebäudetypologie, wie die sich verhalten bei Änderungen des Klimas. Wunderbare Hinweise, was man alles tun kann. Das wird getan. Straßburger Platz, hat man früher Wohnhäuser gehabt, die hat man abgerissen, weil man sie, glaube ich, nicht mehr gebraucht hätte. Und dann hat man so ein Einkaufszentrum hingebaut. Gegenüber eine gläserne Manufaktur, die hat bisher Luxusautos produziert, jetzt sollen Elektroautos gebaut werden dort. Da freut sich jeder Energieversorger. Die brauchen Strom ohne Ende für die Klimatisierung. Jetzt kommen wir mal an einen entscheidenden Punkt. Das hier hat das Staatshochbeamt in Auftrag gegeben, eine Entbindungsstation in der Medizinischen Akademie in Dresden. Jetzt lesen Sie sich mal vor, was hier steht. Großer Knatsch um die Glasfassade der Frauen- und Kinderstation des Uniklinikums. Ärzte und Patienten beschweren sich über unhaltbare Arbeitsbedingungen bis 35, 36 Grad. Hat der Freistaat gesagt, so hast du doch nie gemeint. Das weiß doch jeder, dass es da warm wird. Und verklagte die planende und ausführende Firma. Was sagt der Sprecher des Landgerichts? Er wies die Klage ab. Begründung. Andererseits vom Land beklagt ist es nicht Gegenstand, dass die Temperatur 26 Grad nicht übersteigen darf. Das Land hätte so eine Voraussetzung festschreiben müssen, die Glasfassade verstößt gegen keine DIN. Zum einen entscheidenden Punkt. Solange es keine Vorschriften gibt, wie mit dem Klimawandel umzugehen ist, vorsorglich, wird es keine Umsetzung geben. Speziell bei öffentlichen Bauten gibt es ein Matterinstrument, das ist der Landesrechnungshof. Der kommt sowohl zu Kommunen als auch zum Land und überprüft, ob die Standards eingehalten werden, aber auch nur die geltenden Standards und nicht mehr. Weil alles, was darüber hinausgeht, Verschwendung ist. Und insofern haben wir, da sind ich bei den zwei letzten Folien, geben Sie mir die noch bitte, haben wir feststellen können, wir haben viel erreicht bei der Wissensvermittlung, wir haben viel erreicht auf der konzeptionellen Seite, wir haben auch viel erreicht in der regionalen Zusammenarbeit, aber wir haben nur dort Erfolge bei Vorsorgemaßnahmen, für die es eine rechtliche Grundlage gibt, wo im Gesetz also irgendwie ein Vorsorgeaspekt drin steht, wie zum Beispiel im Wassergesetz. Dort komme ich weiter. Wenig Erfolge bei der verbindlichen Bauleitplanung, aber da schreibe ich bisher davor, weil das wird sich ändern. Und kaum Erfolge im Hoch- und Tiefbau, weil hier der rechtliche Rahmen fehlt und sowohl im Straßenbau nichts gemacht werden darf, was jetzt in die Zukunft projiziert, zu anderen Randbedingungen geht. Genauso wenig kann ein Dachdecker mehr Klammern setzen, weil vielleicht die Windgefährdung zunimmt.
Weil man sagt, das steht nirgendwo in einer DIN. Und dann wird nach wie vor, das ist vielleicht der Fluch der bösen Tat, das Klimawandelthema immer noch als Umweltthema gesehen von der Verwaltungsspitze. Und da kann man den Korndorfer mit sein, wo soll der sich mal kümmern? Ne? Das sind die Erfolge, die wir erreicht haben, oder eben nicht Erfolge. Und die Lehre ist, dass eine Verwaltung ausgesprochen große Schwierigkeiten hat im Umgang mit Unsicherheit. Das ist nicht vorgesehen im Verwaltungshandel. Und erstmalig wird das durchbrochen, und das ist eine tolle Sache, mit der Hochwasserrisikomanagementplanung. Das ist das erste Mal, wo es überhaupt ein Instrument gibt, das mit Unsicherheiten und mit Risiken arbeitet und die Verwaltung dazu, sagen wir mal, drängt, nach und nach sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Die Frage der sachgerechten Abwägung und finanzierbaren Umsetzung hatte ich angesprochen. Ich habe scherzhaft gesagt, uns haben eigentlich zur Ergänzung unserer Arbeit im Reklamteam die Juristen gefehlt. Wir hätten sie mit haben sollen, wären wir nie fertig geworden wahrscheinlich, aber wäre, und insofern sage ich, Klimmzug 2 ist notwendig. Das, was man jetzt weiß, muss irgendwie implementiert werden in die rechtlichen Grundlagen. Und ich hoffe darauf, dass da Ansätze vielleicht auch vom Land in Richtung Berlin. Dankeschön für Ihre Geduld. Und ganz herzlichen Dank für einen sehr luziden Vortrag. Ich glaube, Sie haben viele Dinge auf den Punkt gebracht, die uns, wir beide waren ja auch beteiligt an diesem großen Projekt, die uns sehr auf den Füßen gestanden haben in der Phase der eigentlichen Projektarbeit, die uns längst während dieser Projektarbeit klar wurden. Ich denke, viele Ohren, die hier im Raum sind, in die das jetzt als Botschaft hineingeht, sollten das auch im Hinterkopf behalten und versuchen, an den Stellen, an denen Sie tätig sind, das auch zu kommunizieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Eine Frage möchte ich zulassen von Herrn Mann, der so gelobt wurde. Ja, Herr Dr. Korndorfer, ich bin ganz nahe bei Ihnen und unterstütze das als Bürger dieser Stadt, ebenso wie Kerstin Richter und die anderen, die hier sind. Wir danken uns herzlich, einen so weitsichtigen Umweltamtsleiter zu haben, und wünschen Ihnen viel Erfolg. Den Erfolg kann die Verwaltung nicht alleine machen. Sie muss die Bürger der Stadt dazu einbinden. Und da möchten wir und andere gerne Krüppelglied sein. Ich habe nicht umsonst hier draußen ein Plakat auslegen gehabt. Langer Tag der Stadtnatur. Es gibt das Programm dazu. Ich muss freundlich feststellen, die KfW-Stiftung hat uns unterstützt. Die war schon mal genannt. Und was die Gewässer betrifft, haben wir mit Hilfe der Otto-Stiftung, man soll die Sponsoren nennen, die Geo-Blue-Catching-Sachen gemacht, 2 Geocaches am Keitzgraben und an der Priesnitz und jetzt am Keutschgraben und an der Priesnitz, und jetzt bearbeiten wir den Keitzbach, und wir würden das auch gerne dann auch euch in der Stadtverwaltung mal vorstellen, da haben wir auch eine Bringepflicht. Also wir möchten Sie begleiten, gerne als Teil der Bürgerschaft. Die Bürgerschaft muss mitgenommen werden. Ich hoffe, dass uns das in den nächsten Jahren in Dresden besser gelingt als in der Vergangenheit. Wenn Sie alle bereit sind, dass wir die Zeit am Ende ein wenig überziehen, dann lasse ich noch Fragen zu. Sie hatten sich zuerst gemeldet und dann Frau Fischer-Boot. Nach hinten, ganz nach hinten. Ja, mein Name ist Matthias Paul, Landschaftsarchitekt aus Dresden. Ich muss mich auch noch mal bei Ihnen bedanken, und zwar 2006 war das, meine ich, als Sie mir, war ich bei Ihnen im Zimmer und Sie sagten, Herr Paul, machen Sie sowas ganz Grobes für die Stadt, wo wir im Prinzip Korridore haben. Die Aufgabenstellung war äußerst offen, und dieses Laufen lassen, dieses Zusammenwirken, das fand ich äußerst konstruktiv und mutig von Ihnen. Also vielen Dank. Ich möchte nochmal für die Leute hier vielleicht dieses Bild dieser kompakten Stadt im ökologischen Netz noch mal ein bisschen klimatologischer gestalten. Wir haben ein neues Stadtbild, ein neues Stadtmotiv.
Stellen Sie sich vor, dass nicht mehr die städtebaulichen Funktionen im klassischen Sinne, sondern Umweltfunktionen das Gebilde Stadt stärker bestimmen als je zuvor. Wir haben also Stadtzellen, stellen Sie sich das vor wie Kondensationskerne, um die herum die Stadtentwicklung pulsieren kann. Das heißt also, wir haben ein flexibles Stadtgebilde, das auf unterschiedliche Entwicklungen reagieren kann. Und dieses, ich denke, das ist die Stadt des dritten Jahrtausends. Also diese mitteleuropäische Stadt ist nicht mehr die steinerne Stadt, die zementierte Stadt, sondern das ist die Stadt, die pulsiert, die Entwicklungen mitmachen kann, die Bedingungen aufnehmen kann und reagieren kann. Und vielleicht noch zwei kurze Anmerkungen. Erstens, die Stadtplanung tut sich schwer. Ich erinnere mal an das Wort von Professor Krassel, Verlierer zu Gewinnern machen. Ich habe mit der Stadtplanung dann da mal nachgehakt. Da gab es also zwei Aussagen, wir können nicht überall grüne Korridore in die Stadt machen. Oder grüne Schneisen. Und das Zweite ist, da müsste Rockefeller kommen. Und das denke ich, das sind zwei Krankheiten, die wir noch haben. Uns fehlen die Prozesse, die uns zu dieser Stadt führen. Und diese Prozesse sind nicht untersucht und diese Prozesse können momentan auch nicht ausgiebig untersucht werden, weil das Wissen noch nicht komplett ist und auch nie komplett sein wird. Ich stelle mir vor, dass diese pulsierende Stadt, diesen Mikroprozessen, jeder Umzug, jedes Ereignis, jede Dürre, jeder Anlass, der für kleine Veränderungen in der Stadt sorgt, dass wir diese in der Fläche analysieren müssen und das praktisch wie einen Prozess, einen Transformationsprozess daraus organisieren. Das heißt also, die Impulse, die es ohnehin gibt, zu verstärken, da wo es nötig ist. Und dazu fehlt uns einiges Wissen auch in klimatologischer Sicht. Der Dr. Korndörfer hat hingewiesen auf die Kaltluftleitbahnen. Ich habe das geplant, das heißt, ich habe nicht nur die Gewässer zugrunde gelegt, sondern die Kaltluftvolumenströme. Das sind also nicht mehr diese bodennahen Luftschichten, die sich in die Stadt reinbewegen aufgrund der Schwerkraft, sondern sind also ganze dreidimensionale Gebilde. Und dort haben sich also ganz erstaunliche Konstellationen ergeben. Diese Kaltluftvolumenströme gehen anders als diese kleinen, diese tiefen Schichten bis in Richtung Stadtzentrum. Und hier bin ich jetzt bei Ihnen wieder bei Ihrem Aufgabengebiet. Uns fehlt dort Wissen, wie diese Kaltluftvolumenströme dienstbar gemacht werden können und welche Prozesse wir innerhalb der Stadt benötigen, auch um Stadt zu gestalten, anzupassen. Also da ist wirklich noch eine ganze Reihe Wissenstransfer nötig. Ganz kurz eine Chance, die ich ergreife. Zum Erhalt des Wissens aus den Klimmzugprojekten ist ein Dokumentenserver Klimawandel eingerichtet. Da sind auch die Reklamdokumente und viele andere Dokumente aus Klimmzug erhalten. Das Climate Service Center hat dies möglich gemacht mit der University Press gemeinsam. Das war ein Anliegen, was an uns gebracht wurde. Dieser Dokumentenserver ist online. Sie finden das, wenn Sie das so googeln, wie ich sage, und das trägt dazu bei, dass dieses Wissen gesammelt bleibt und nicht verloren geht. Ganz herzlichen Dank.